Ja, hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Deadpool. Sorry, dass ich in der letzten Folge aufhören musste, weil ich schneide die Videos jetzt nicht zusammen halt, da ich jetzt nicht so viel Zeit damit habe. Ja, jedenfalls habt ihr ja gehört, das hat geklingelt. Also ja, das war ein Bettler. Ja, normalerweise sitzen diese Leute in der Stadt rum bei uns. Wie auch in jeder Stadt. Es sind aber nicht jetzt die typischen Bettler. Die haben jetzt hier einen Zettel mit irgendwelchen Texten drauf, die ihnen gegeben wurden. Das sind eigentlich keine richtigen Bettler, sondern eigentlich so eine Bettlerorganisation, die Geld scheffeln wollen. Kennt bestimmt viele. Also es sind nicht irgendwelche wirklich leidenden Leute, sondern die werden dazu genötigt, betteln zu gehen. Das Geld wird dann bei denen gesammelt und dann kriegen sie halt ihren Anteil davon. Das ist so halbe Mafia-Art. Finde ich nicht gut, sowas. Ich helfe gerne Leuten, gebe auch gerne mal so Geld und so weiter, das wisst ihr vielleicht, aber solche Leute unterstütze ich nicht, weil die haben wirklich nichts damit zu tun, mit den wirklich armen Leuten, denen es dreckig geht, weil die sind nur auf Profit aus. Die holen sich Leute aus anderen Ländern, tun die hier nach Deutschland, setzen die irgendwo hin. Vielleicht mit einer Verkrüppelung oder sowas halt, um sehr auf ja auf schwach und hilflos und alles zu machen halt, aber die gehen dann sowieso wieder zurück in ihr Land, sind halt kurzfristig hier und so weiter und wenn Polizei oder sowas kommt, dann rennen sie ganz schnell weg oder können auf einmal laufen oder sonst was. Das ist sehr kurios und kann ich auf jeden Fall nicht respektieren. Deswegen habe ich den kurz halt abgeschüttelt von der Tür. Die dürfen normalerweise sowieso nicht in Wohnungen rein, in Wohnhäusern. Aber okay, gut. Genug deswegen. Könnt mir auch gerne eure Meinung dazu schreiben. Ob es bei euch auch solche Leute gibt. Wenn wirklich welche da sind, die Hilfe brauchen, ist klar, könnt ihr ihnen gerne helfen, wenn ihr wollt. Also ich tu's. Aber solche Leute tue ich nicht unterstützen, die einfach nur aufs Geld aus sind, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen mit irgendwelchen kuriosen Sachen, die. Ja, naja, okay, also weiter im Spiel. Oh, Geburtstagsparty? War hier eine Party? Für mich? What the? Hat, um auch zu schießen. You're gonna
Da hört doch mal auf zu schießen. Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Puh. Das war knapp. Der Typ ist da runtergelaufen, zum Glück. Der ist bestimmt tot. Ja. Wo ist der andere? Wo ist der einer? Da ist einer. Okay, die Musik hat sich geändert. Scheinbar habe ich alle erlegt. Boah, das Labyrinth an Büros hier. Ja, es ist übrigens Sonntag, wen es interessiert. Vormittag. Du siehst ein Haus von hier? Nein. Ups, was soll ich hier teleportieren können? Ach scheiße. Hey. Ups. Habe ich nicht gewusst. Wenn ich falle, kann ich mich eigentlich teleportieren. Okay. So, where do we go from here? Only one way to go. Ich werde da rein. Schade. Ah, jetzt kann ich aber rein. Aha. Wir haben nur einen Dischstock, scheiße. Ich glaube, ich hätte da auch einen gekonnt, aber. Oh, nein! Oh, Glück gehabt. Bloß ich stelle mich zu doof an. Gestürzt. Toll. Komm ich hier hinter?
Nö. Cool. So, das schleicht dann automatisch, wenn so in der Szene ist. Denk ich mir schon, wie kann ich schleichen hier? Aha. Über Leute, die schießen, das ist unfair. Und tschüss. Ja, das spielt er nur ab. Kommt schon. Wie der da an der Ecke glitscht. Helikopter! Wow, what the f... Nein, keine Muni. Heilen lassen? Können wir auch teleportieren, glaube ich. Wäre sinnvoller. Forget about it.
Tschüss, mach halt. Keine Muni mehr. Dude, these guns we have suck. That one doesn't suck. But we don't have it. We don't have it yet. Come on, recharge. Nein. Uah. Tot. Nein, von Anfang. Ach, scheiße. What, you can't hijack a chopper while it's flying around trying to turn you into shredded cheese? You doubt our skills? Prepare to be amazed! Ach scheiße, ich glaube, ich laufe zurück. Yep, ich laufe zurück. Ich kann irgendwie nicht rennen. Charge. Ich kann mich immer zweimal schnell nacheinander teleportieren. Yes. Fly or die, asshole. Your choke. Gonna need both hands if you bet. Yay. Says who? I do stuff with one hand all the time. Take us to the fight, my newly acquired pilot. I got some ammo to spend. Unendlich. Oh ja. Oh, das ist eine neue. Bam.
Bams. Cool. This might be a good time to buy some upgrades. So buy upgrades. Gute Idee. Auf jeden Fall mehr Schaden. Definitiv. Boah, 150.000, ist ja scheiße. Ja. Gut, eine neue Waffe. Boah, nee, dann spare ich das ist eine Pumpgun. Spare ich lieber auf sowas hier. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, definitiv. Heilung. Vorverbeckte? Nee. Habe ich nicht genug? Scheiße. Und was haben wir noch hier Schönes? 35.000. Ja, gut. Passt. So, kann ich denn... Ja, gut. Was ist das denn für einer? Der erinnert ein bisschen an The Solution. What the fuck? Wow. Moment. Nee, da. Doch da. Ach so, hier. Mann, scheiße. Das sind nur Blindgranaten. Ah, ich brauch 10.000. Auf jeden Fall sinnvoller, ha. Ah, da ist er ja. Der Hühnerschrecker. Hallo.
Weg hier. Mach den Mii platt. Wow. Arschloch. Ganz schön das Hemd zerfetzt. Und weg. Scheißdreck. WTF. Boah. Oh yeah. Du mich auch. Yes. Cool. Okay, jetzt definitiv kaufen. Auf für den Problemlöser. Gute Idee. Nothing like high yield explosives. Oh joy, bullets. Schön, dass der Kampf noch nicht zu Ende ist. Yes. Das freut die Welt. Au. Erwischt. Oh ne. Nein. That's what clean living and Jimmy Chagas can do for you. Who dares? Verdammte Scheiße. Ich sehe so schlecht was gerade. Oh, we need a vacation.
this gonna take? It's no more than 20 ounces. What? Oh, I hate the metric system. How much in American? Let's see. Carry the seven. Dude, fuck math. Just use all of it. No. Ich glaube, mit so viel hätte er in Wirklichkeit das ganze Gebäude gesprengt. Was du denn? Immer auf die Fresse. Nice. Du bist irre. Yay. Ah, die Hüpfburg. Daher die. Hat er gut durchdacht, auf jeden Fall. Yeah, that was fun. Yeah, it was okay. Well, it's not like we get a do-over on this one. The hell we don't. Lol. Lol. Und ganz übertreiben. Peter, my man, you see all that? Buttload of awesomeness. Deadpool, you idiot. Do you know how much money all those explosions and tacky graphics just cost me? You can't just change whatever you want, whatever. Yeah, that's you want. Great, Peter. Talk to my dick. Hey, where are you a-holes going with my contract? Way to go. He got away. Give me some credit. Ja, wir sind schon wieder ein bisschen überzogen. Wir machen hier einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Shadow Mask.